Was geht ab bei euch auf der Erde? Terrifox hier, gesendet von der Erde. Oh mein Gott, ist das eine Volksdroge. Ich hatte schon viele Drogen und Nikotin nehme ich schon seit Jahren in allen möglichen Formen ein. Zigaretten, Zigarren, Einweg-E-Vapes in allen möglichen Geschmacksrichtungen, Kaugummi, Lutschtabletten, Sprays. Nikotinbeutel zwar nicht, aber sonst habe ich jahrelange Erfahrung damit. Und es wird genauso, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Nämlich... Hä? Okay, vielleicht erkläre ich es anders. Nikotin, benannt nach dem Diplomaten und Gesandter Jean Nicot, wirkt auf den nikotinischen Acetylcholin-Rezeptoren, welches zu einer Kaskade von weiteren Neurotransmittern wie Serotonin und Dopamin führt. Dieses führt dazu, dass Nikotin auf dem Drogenchart zwischen Sedativa und Stimulantien gleichzeitig liegt. Es macht also müde und wach gleichzeitig. Hä? Okay, die Wirkung ist schwach. Man merkt sie kaum und es ist schwer zu beschreiben. Es gibt kein High oder Entspannung wie bei anderen Drogen. Bei der ersten Zigarette können zudem Übelkeit und Herzrasen entstehen. Schmecken tun sie nicht und Husten sowie Sodbrennen habe ich auch erlebt. Mit anderen Worten, man kann nicht genug davon kriegen. Hä? Ja, es macht sehr abhängig. In Zigaretten sind zudem andere suchterzeugende Stoffe enthalten. Dennoch reicht das Nikotin in E-Zigaretten bereits aus. Laut Studien ist das Besondere am Nikotin, dass es als Tabakrauch zwar sehr stark abhängig macht, oral eingenommenes Nikotin jedoch kaum und Pflaster zeigen fast kein Abhängigkeitspotenzial. Das führt auch dazu, dass das beste Medikament gegen Nikotinabhängigkeit ist Nikotin. Hä, okay, ich hör auf damit. Es macht süchtig, so süchtig wie Morphin und diese Sucht zeigt sich in Entzugssymptomen, die sich ebenfalls schwer beschreiben lassen. Nervosität und Unruhe können die Folge sein, wobei ich auch Tage erlebte, wo ich ohne Nikotin ruhig und mit Nikotin unruhig war. Konzentrationsstörungen, die jedoch nicht gravierend sind. Das Schlimmste ist jedoch, dass die Gedanken ständig um eine Zigarette kreisen und immer wieder man den Wunsch verspürt, doch endlich durch Nikotin ein High oder Entspannung zu erleben, auch wenn die Erfahrung zeigt, dass dieses nie eintreten wird. Vielleicht erklärt dieses Video, wie Nikotin wirkt. With tobacco, the smoker finds relaxation and contentment. Ja, Entspannung und Genügsamkeit. Jedoch erst, wenn man von Nikotin bereits abhängig ist. Nikotin führt beim Raucher in den meisten Fällen dazu, dass man sich fühlt wie ein Nichtraucher den ganzen Tag. Es lohnt sich also nicht. Und teuer ist es auch. Und selbst wer experimentieren will, der kann schnell abhängig davon werden und die erste Zigarette wird nicht schmecken. Der soziale Druck, der es mit darauf animiert, ist wohl der häufigste Grund für den Einstieg in der Droge, dessen durchschnittliches Einstiegsalter bei 15,6 Jahre liegt. Ist man jedoch in der Sucht schon drin, findet man ohne Zigarette keine Entspannung mehr und gegen Stress helfen sie auch kurzfristig nicht. Darum, be smart, don't start und smoking isn't cool. Danke fürs Anschauen, Like nicht vergessen und ich wünsche euch alles Gute. Fangt nicht mit dem Rauchen an, bleibt so gesund und wir sehen uns vielleicht in einem weiteren Video. Tschüss!